Nachdem US-Präsident Donald Trump vor der UN-Vollversammlung Nordkorea mit der totalen Vernichtung droht, wenn das Land im Streit um sein Atom- und Raketenprogramm nicht einlenkt, schlägt jetzt der nordkoreanische Machthaber zurück. Ich werde den geistig umnachteten, senilen Amerikaner sicher und endgültig mit Feuer bändigen und ihn teuer für seine Rede bezahlen lassen, wird Kim Jong-un von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zitiert. Und Donald Trump wird nun mit Folgen jenseits seiner Erwartungen rechnen müssen. Die Drohung Trumps löst schon vorher heftige Reaktionen auf der nordkoreanischen Seite aus. Außenminister Ri Yong-ho spottet am Rande der UN-Generaldebatte in New York. Wenn Trump glaubt, dass uns seine Hundegebelltöne überraschen, dann träumt er. Nun plant die Regierung in Pyongyang sogar einen weiteren Test einer Wasserstoffbombe im Pazifischen Ozean, wie der nordkoreanische Außenminister bekannt gibt. Es könnte ein Atomtest werden von noch nie dagewesenem Ausmaß. Die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA verschärfen sich damit immer weiter.